Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Alien Dawn. Oh, das sollten wir erstmal beobachten vielleicht. Oh, ich hoffe, das Vieh hier frisst es nicht gleich weg. Das müssen wir auch noch beobachten sogar. Simon, hättest du nicht mal Lust hier, wenn die gerade da sind? Ich meine, ist jetzt auch nicht so wichtig hier, was wir jetzt noch hier drin haben. Das sind eher so, naja, nice-to-have-Sachen. Wir sollten vielleicht mal die Sachen hier machen. Diese Verteidigungsdinger. Vielleicht auch eine Waffenschmiede. Wir kriegen ja scheinbar nichts. Raka geht's nicht so gut. Na gut, ist am Essen. Ja, die Nacht war doof. Wir wurden halt von dem Viech hier gestört. Naja, Pech. Oh nein, das Viech ist weggeflogen, ne? Oh, schade. Ah gut, dann guck dir mal das hier an. Da stand nämlich gerade irgendwie daneben. Also ich nehme mal an, dass es Fehlschlag hieß eigentlich. Naja, gut. Pech. Oh, da kommt's wieder. Da ist es wieder. Aber jetzt will ich nicht ab... Nee, ist auch schon wieder weggeflogen. Okay. So, das Schlafzimmer ist ein bisschen sehr riesig auch. Ich würde das gerne verkleinern ein bisschen. Also vorher hatten wir eine Größe... Warte mal. Vorher war die Größe 1, 2, 3, 4. Das war zu klein. 1, 2, 3, 4... Ha, also eher hier 5, ne? So. Ja gut, dann können wir es fast so lassen. Also jetzt nur um eine Breite zu verkleinern, finde ich fast ein bisschen idiotisch. Nee, dann würde ich es erstmal so lassen. Dann würde ich es erst kleiner machen, falls wir wirklich merken, die Küche wird zu klein und wir brauchen irgendwie den Platz. Ansonsten finde ich es jetzt Quatsch. Kleiderschrank kann ich immer noch. Na, da brauchen wir Metalldings. Nein, nee. Später, wenn wir das Metall nicht mehr für die Sachen hier benötigen, dann können wir das machen. Thermohosen. Ja, wer braucht? Ja. Oh, ich wollte es nicht locken. Wir können locken. Wir können die Kleidung locken. Okay, interessant. Ja, wieder technische Sachen. Okay. Entdeckung Juno. Oh. Was ist passiert? Ich. Okay. Zusammenbruch. Entdeckung Juno. Ah, das... Das ist neu, ne? Nee, kann nicht neu sein, weil sonst hätten wir die deutsche Übersetzung jetzt nicht mit unserem alten. Okay, die langbeinige Hornschrecke ist eine äußerst aggressive Art, die ich Juno getauft habe. Das von uns beobachtete Kampfverhalten und meine Eindrücke nach dem Tod deuten darauf hin, dass es sich um einen Alpha-Jäger handelt, der seine kurzen Vorderbeine benutzt, um seine Beute aufzuschlitzen und zu zerreißen. Er ist ein reiner Fleischfresser, ein schneller Läufer und sehr widerstandsfähig. Sicherlich eine ernstzunehmende Bedrohung. Deswegen war der so stark, den hatten wir noch nie. Wir hatten diese anderen Viecher, die kamen. Warte mal, sind hier irgendwo die da? Ich dachte erst, das wäre so ein Viech. Aber nee, das ist was ganz anderes. Interessant tatsächlich, sehr interessant. Hier ist Simon. Jetzt könntest du den Fliegenden auch angucken. Getreidekaffee können wir jetzt machen. Wo machen wir den? Heiße Getränke. Komm, wir machen mal Kaffee. 10 Stück. Gucken wir uns mal an. Können wir sonst jetzt noch irgendwas Tolles? Nö. Haben wir schon... Haben wir das alles? Fleischeintopf, Gemüseeintopf? Warte mal. Gemüse, Fleischsuppe? Das ist was anderes, ne? Warte, so. Buttermelo. Haben wir Brot hier drin? Nee, auch nicht. Dann das auch rein. Nee, für immer. Buttermelonenkuchen stand drin, oder? Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles. Na, das Viech wieder weg. Naja. Ist leider wieder weggeflogen. Jetzt können wir das Ding hier auch schlachten. Ich habe den noch da gelassen zum Anlocken, aber naja. Huch. Oh, so langsam haben wir hier sehr viele Viecher vorm Haus. Das heißt, wir müssen auch anfangen, die Sachen hier einzuzäunen. Blöderweise, wie aus meiner Erfahrung in dem letzten Anlauf, im ersten, werden die Viecher scheinbar auch von Zäunen angelockt. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Wo sind denn die Zäune? Müssen wir die erst erforschen? Weil ich sehe gerade gar keine Zäune. Ach, hier. Zauntor, Zauntür. Oh, ist das ein Unterschied? Zaun. Okay. Wir werden mal machen. Es gibt auch Pfosten, aber dann brauchen wir... Oder aus Stein... Vielleicht sollten wir lieber aus Stein bauen. Warte mal. Wir haben 309 Steine. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue das aus Stein und nicht aus Holz. Weil die Holzdinger haben sie halt super schnell weggehauen. 20, 10. 20, 50... Ja. Wir können auch Holz nehmen, aber ich glaube, Stein fände ich schöner.
Weil das sieht irgendwie wie Palisaden aus. Das finde ich für einen Gartenzaun ein bisschen komisch. Ich würde es gerne so machen. Bauen wir das wegen Platz sparen direkt dran? Ja, ne? Ja. Wir bauen das direkt dran. Hier muss ich mal gucken. Das Feld geht bis hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch ein Feld mache, ehrlich gesagt, gerade. Ist ja auch ein bisschen... Na doch, können wir machen. Das wäre dann bis dort. Ja. Der Schneemann muss wohl dran glauben. Okay, funktioniert. Mal sehen, das wird viel, was man da braucht, aber okay. Ein Tor. Ach, es gibt kein... natürlich gibt es kein Stein-Dings, das ist ja auch Quatsch. Ich würde das normale nehmen. Finde ich schöner. Und dann vielleicht hier hin, dass man so von der Treppe quasi aus dahin geht. Ja, ne? Oder hier. Das ginge auch. Wieso was? Ich mache das so. Hier hin. Ja, ist nicht symmetrisch, ne? Ah. Nee, symmetrisch. Dann so. Okay. So. Sehr gut. Das wird hübsch. Das wird sehr hübsch, glaube ich. Wie viel sehe ich, wie viele Steine wir insgesamt brauchen? Nee. Nee. Na gut, wir werden es rausfinden. Also wir haben ja noch Steine. Mal gucken. Ist schon wieder Schlafenszeit? Schon wieder Schlafenszeit. Mensch, die schlafen aber auch einfach nur. Was brauche ich denn hier noch? Metallen nur noch. Okay. Das ist gut. Mal kurz. Okay. Dann werden wir da gleich morgen Maraka hin und her schicken. Oh, aber mittlerweile richtig warm hier. Oh, schön. Mollige 13, 14 Grad teilweise. 15 da oben Grad. Schön. Sehr, sehr gut. Kann ich hier auch andere Sachen mitnehmen? Ja, die kommen echt nah, ne? Die werden uns dann im Sommer die ganzen Felder wegfressen, wenn wir nichts tun. Ich überlege auch gerade, ob wir uns mal ein bisschen Leder ran schaffen. Wir können immer nur die anderen Sachen benutzen, aber nie Leder. Von denen hier. Ist da was? Wir jagen uns hier mal so einen Ulfen. Zwei Stück. Wenn sie gerade da sind. Ich hoffe, die anderen greifen uns da nicht an. Auf einen Mast einschlagen. Achso, auf das Ding da. Okay. Das ist okay. Ach, Grayson, mach doch bitte, mach doch uns Kleidung und nicht sowas. Das ist doch idiotisch. Hier, näh uns einen Pulli, bitte. Wieso sind denn die Hosen nicht drin? Haben wir da schon wieder keine Ressourcen für. Ja, da muss er leider auch ran. Dann werde ich hier erstmal wieder... Leder müssen wir wahrscheinlich... Also das hier wahrscheinlich, ne? So. Dann würde ich gerne Raka... Was... Achso, du machst den Heißluftballon. Jetzt... Nee, nicht den... Achso, das ist schon fertig. Aber ich hätte wirklich lieber den hier. Geht gerade nicht. Muss erst geschmolzen werden. Okay. Na gut. Dann warten wir kurz darauf. Wie sieht es hier jetzt langsam aus? Ja, das können wir jetzt auch langsam abreißen hier. Da sind nur noch Kürbisse drin. Hier liegt, glaube ich, noch Stoff rum. Ist das Stoff? Sehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Wisst ihr was? Ich reiß ab. Ja, ist egal. Dichter Rauch. Eine dicke Rauchsäule steigt aus einem nahegelegenen Gebiet auf. Interessant. Dadurch wurde eine Expedition, glaube ich, gerade freigeschaltet. Stand da unten. Ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht, aber okay. Hm. Vielleicht, wenn wir den Ballon anklicken, dass wir es dann sehen. So. Was ist denn das da hinten? Achso, auch nur Teile. Warte mal kurz. Auch schön hier, ne? Also hier hätte ich super gerne gebaut. Hier in dieser kleinen Talebene. Oh, schön. Menno. Ich mag sowas immer. Oder hier wie auf so einem Berg oder so. Finde ich immer ganz schön. Wir sind jetzt so ein bisschen, naja, mittendrin halt. Ist aber auch okay. Ah, da, guck mal. Da hinten ist die Rauchsäule. Okay. Da komme ich jetzt aber, glaube ich, nicht hin. Jetzt einen Schneemann bauen. Okay. Entschuldigung. Rita wird für ihre alten Klamotten bemitleiden. Haben wir da schon was? Ja, hier im Pullover. Eine Raumschiffhose. Nee. Aber besser als das ist auch eine alte Hose, die abgelegt wurde, glaube ich. Naja.
Du kriegst gleich neue Klamotten. Entschuldige. Ich wüsste gerne, kann ich denn die alten Klamotten eigentlich auseinandernehmen, die hier nur noch so 3% haben? Weiß ich gar nicht. Bergen, okay. Racker ist noch am Essen leider. Ich schicke den gleich zum Ballon bauen. Müsste jetzt eigentlich alles da sein. Hier sehe ich nämlich gerade 10 Stück. Racker, wo bist du hin? Ja, baut den Heißluftballon. Sehr gut. Haben wir jetzt hier noch Platz? Ja, haben wir. Könnte dahin gebracht werden. Oh ja, wir kriegen einen Heißluftballon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Huch, du bist mal nah. Ja. So, jetzt muss er natürlich noch aufgetankt werden. Hier, mach mal auftanken. Und dann können wir mal gucken. Aber erst auftanken. Ach, schön. Okay, Zaun funktioniert auch. Sehr gut. Jetzt steht er da. Ist schon 20 Uhr. Na gut. Was schwitzen? Dem ist zu warm. Was? Achso, weil er geboxt hat, ne? Da wurde dem jetzt, glaube ich, warm von. Interessant. Mensch, hier steht so viel rum. Musikinstrumente und so. Ich habe das Gefühl, es benutzt gar keiner. Naja. Vielleicht eines Tages. Gut, das andere Ding ist noch nicht gebaut. Hä? Ach, das ist die Datsche. Ich dachte gerade, ich habe da ein Fenster gebaut. Oh, manchmal. So, die schlafen zusammen. Schön. Nicht wirklich. Ich meine, naja, in Einzelbetten. Wie man es aus Hotels kennt. Ich rege mich jedes Mal so auf, ne? Also immer, wenn ich mit meinem Partner in ein Hotel gehe und das sind dann einfach nur zwei Einzelbetten, die zusammengeschoben wurden. Ich könnte mal ein bisschen kotzen. Also ich weiß nicht, wenn ich ein Zimmer mit Doppelbett buche, dann möchte ich halt auch wirklich ein Doppelbett haben und keine Einzelbetten, die auseinanderrutschen, wenn man dann mal miteinander kurz kuscheln möchte. Also das ist wirklich... Ich weiß nicht. Ich finde das ganz schrecklich. Ich meine, es ist natürlich super, wenn man sich streiten würde, kann man einfach die Einzelbetten auseinanderschieben an jeder Seite des Raumes. Also links und rechts, aber... Ich finde das halt ganz schlimm, wenn so in der Mitte von so einem Bett halt so eine Ritze ist. Das finde ich ganz furchtbar, weil ich lande dann immer an dieser Ritze. Und gerade bei diesen Einzelbetten, die rutschen dann halt auseinander und dann liegst du nachher auf dem Boden. Gut, ist mir noch nicht passiert, aber stelle ich mir mal vor, dass das passieren könnte. Deswegen, ich will halt wirklich ein Doppelbett haben, wenn ich sowas buche. Und hier, naja, vor allem auch schön hier mit unterschiedlicher Farbe. Auch ein bisschen doof, ne? Kann ich das vielleicht mal auswechseln irgendwie? Ist da was? Ich ändere das, glaube ich, mal. Ich muss nur dran denken, dass ich dann die Leute ändere von den Betten. Weil irgendwie gefällt mir das nicht, dass das eine pink-lila ist und das andere weiß. Das finde ich komisch. So, wir ändern das jetzt mal in den richtigen Farben. So. Wer war denn hier? Ich weiß es nicht. Wer ist hier? Racker. Also hier soll ja Simon und Grayson. Und hier ist Jack. Okay, dann Rita. So müsste stimmen. Und dann muss hier halt dann gleich Simon noch hin. Okay. So, haben wir voll? Nee, immer noch nicht. Kann das mal jemand machen? Vielleicht? Hier, befüll mal. Du hast doch gerade Zeit, oder? Ich hab doch gerade... Wieso? Wieso macht die das nicht? Okay. Dann nicht. Dann Grace, wenn er fertig ist. Oh, schon wieder technische Teil. Jetzt ständig, ne? Wow. Ist da irgendwas passiert mit einem Patch oder so, dass ich jetzt ständig doch die Dinger hier finde? Also vorher habe ich die ja nie gefunden. Nanoröhren drucken. Auch interessant. Flammenwerfer könnten wir... Ja, komm. Ist da was? Ich mach mal hier die Verteidigungssachen auch. Aber wenn jetzt da so starke Viecher kommen, habe ich langsam ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt, kann mal hier irgendjemand... Rita, mach doch mal das da. Macht's einfach nicht. Kann die... Ach, vielleicht kann die das gar nicht. Warte mal, jetzt warte ich doch nochmal kurz. Hier, mach mal du. Warum macht das keiner? Wir haben das doch. Hä? Ich bin sehr verwirrt. Wieso will mir das keiner auftanken? Nö. Muss ich erst eine Expedition auswählen? Nehmen wir mal die hier. Fliegen wir den mal hoch und schauen. Okay.
Ja. Kein Heißluftballon. Nee, geht nicht. Warum füllt mir denn keiner auf? Was haben die denn dagegen? Nö. Ich... Wir haben das doch, oder nicht? Er hat doch schon ganz viel davon hergestellt. Hier, ich sehe es doch, 60 Stück. Wieso befüllt das keiner? Simon? Nö. Rita? Nö. Was ist das Problem? Das ist das Problem. Ich habe es weggeklickt. Ach, wie blöd. Ich dachte, ich drücke hier und dann füllen sie es mir auf. Ich habe genau das Gegenteil erreicht damit. Ja, jetzt. Ah, bin ich doof. Ach, das ist manchmal sehr verwirrend, ne? Man denkt, ja, naja, gut. Entschuldigt. Meine eigene Schuld. Selbstschuld. Okay, ich will dahin. Und zwar, mit wem gehen wir denn hin? Jack, ne? Wegen Kampferfahrung vielleicht. Ich kann ja auch... Nee, ich kann nur einen. Okay. Dann Jack. Sehr schön. So. Dann mal gucken, was wir da Schönes finden. Jack, viel Erfolg. Ja, mitten in der Nacht. Ich hätte vielleicht noch warten sollen. Bye, bye. Viel Spaß. Cool. Finde ich mega cool. Okay. Ja, ist ja gut. Rita kochen. Noch mehr Technikteile. Wie viel haben wir jetzt? 26, wow. Sehr cool. Ach, schön. Ja. Oh, so schnell? Ich habe einen der Datenspeicher des Schiffes entdeckt. Diese kleinen Module enthalten Teile des Schiffsspeichers, Flugprotokolle, Besatzungsprofile, persönliche Mails und so weiter. Okay, geh dorthin. Ich fand Bilder von großen, domestizierten Larven, persönliche Nachrichten in einer mir unbekannten Sprache und detaillierte Notizen, wie man Insektensuppe in Raketentreibstoff verwandelt. Das könnte helfen. Okay. Gut. Haben wir was gelernt, glaube ich. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau wo. Oh, hier müssen wir auch noch Antibiotika endlich mal machen. Aus was macht man das? Aus Getreide? Ja. Und mal eingelegtes Gemüse wäre doch auch schön, oder? Hier, mach doch mal die Buttermelonen, die wir da alle haben. Also ganz ehrlich, wir haben so viele. Ja, keine Ahnung, so. So, kommt der jetzt wieder? Ich hoffe. Eigentlich müssen wir dem jetzt einen Tag Ruhe gönnen, ne? Ein bisschen ausschlafen. Da ist er. Okay, ich geb dem mal was. Ah, der hat geschlafen, stand da gerade. Hä? Also stand gerade draußen geschlafen, komischerweise. Moment, das ist, das war Jack, ne? Jack kriegt von mir jetzt einfach mal noch ein paar Stunden Entspannungszeit drauf. Dann kann er schlafen, sonst was machen, ist mir egal. Er will essen. Vielleicht braucht er es auch gar nicht, bin mir nicht sicher. Wir geben ihm die mal. Musikabend! Was? Wenn du Musikinstrumente hast, hast du Musik. Und Musik ist alles, was man braucht, um eine Party zu machen. Lasst uns um 19 Uhr doch zusammenkommen und tanzen. Ja! Ja! Aber dann hätte ich gerne noch das andere Musikinstrument da. Moment. Ist noch nicht Arbeitszeit? So, baue bitte Handpan. Ach, wie cool, ein Musikabend. Ach, schön. Ich freue mich drauf. Um 19 Uhr, das können wir in der Folge sogar noch sehen vielleicht. Die sind uneins über die Zubereitung von Suppe. Das ist ja, wow, interessant. Haben wir noch mehr Expeditionen? Wir müssen erst wieder versorgen. Okay. Dann, Jack, mach doch mal. Haben wir wieder Klamotten? Oh. Nee. Leider gerade nicht. Vier Hosen sollen gemacht werden. Okay. Grayson, hör mal kurz damit auf. Mach mal lieber das hier, bitte. Hier mache ich mal kurz, glaube ich, alles auf Stopp. So, wir sollen mal lieber erstmal die Höschen machen. Ah, schön. Die Mauer wird auch langsam. Wie sieht's aus? 30 von 30. Sehr gut. Dann können wir da hin, wo auch immer das ist.
Und ich würde sagen, Jack war sehr erfolgreich, ne? Jack, bitteschön. Jo. Wenn er mal unerfolgreich ist, also wenn er mal, ja, nichts geschafft hat, dann schicken wir mal einen anderen. Aber jetzt gerade macht er seinen Job doch gut. Tschüss, Jack. Ah, ich will eigentlich immer nah ranzoomen, aber es geht nicht so gut. Ich komme halt da oben nicht hin. Na gut. Schade. Wie sieht es hier aus mittlerweile? Das Heu, was da noch... Ich soll halt endlich mal da alles weg, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Ah, guck mal, die Viecher wurden gekillt und Leder draus gemacht. Oh je, jemand ist erkältet. Ach, jetzt habe ich den weggeschickt und das ist 19 Uhr die Musikparty, auch der Arme. Ich fühle mich in letzter Zeit ein bisschen kränklich. Wahrscheinlich ist es nur eine Erkältung, da kann man nichts machen. Aber ich hoffe, dass sie sich nicht zu etwas Schlimmerem auswächst. Okay. Das war Grayson, ne? Grayson ist krank. Dann Grayson. Oh, ich habe einen. Ich bin ja doof. Also Grayson, du kriegst von mir jetzt komplettes ja, Arbeitsverbot quasi, bis du wieder gesund bist. So, mach mal, entspann dich mal. Kann man dem irgendwie helfen? Nee, ne? Geht, glaube ich nicht. Nee. Der weiß gar nicht, was er wirklich machen soll, ne? Das, ja, gut. Ja, soll ich den einfach... Nee, ich will den aber nicht arbeiten lassen mit einer Erkältung. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut. Okay. Ich entdecke eine alte Absturzstelle mit den unverkennbaren Überresten eines Kontrollraummoduls. Ein Besuch wird nicht ausreichen, um alles zu bergen. Also markiere ich diesen Ort. Gut, dann geh mal hin. Ich wollte gerade anfangen, die Trümmer zu untersuchen, als ich ein wühlendes Geräusch hörte. Ich erstarrte an Ort und Stelle und lauschte dem Klirren von Metall und dem Schnaufen und Schnaufen des Wesens. Schnaufen und Schnaufen, das sich auf der anderen Seite eines riesigen Steinschutthaufens befand. Angreifen, Entdeckung gehen. Also zurückkommen, angreifen. Versuche einen Blick drauf zu werfen, okay. Ich sehe eine Person, die sich abmüht, etwas Langes unter einem Haufen Metallschrott hervorzuziehen. Wir rekrutieren ihn. Ja, wir haben einen neuen. Oh nein, wir haben einen neuen. Wir haben kein Bett dafür. Vanessa ist jetzt Teil des Teams. Ach, wie schön. Das ist ja cool. Vanessa, wer bist du denn? Was bist du für ein Mensch? Was kannst du? Was? Völlig glücklich, kein Risiko eines Zusammenbruchs. Das ist so schön. Und hat gute Klamotten an, das ist auch wichtig. Okay, die kann nichts heilen, kann sie. Ja, das ist ja super. Okay, Vanessa. So, Heilung und... Wow. Sonst nicht so, ne? Ich mach mal hier auch einfach eins. Ja, gut. Null, null. Auch kein Interesse an nix. Was machen wir denn mit dir? Die kann ja wirklich nichts. Ich mach mal hier einfach Zweier. Ah, Zweier. Machen wir die einfach für sowas nur? Kochen eins. Kein Interesse, nix. Gleichgültig Handwerk. Oh Gott. Die will wirklich gar nichts machen, habe ich so das Gefühl. Die hat ja nur zwei. Aber Forschung macht ja schon der andere. Das ist idiotisch. Alle sind besser in Forschung als sie. Das bringt gar nichts. Okay. Ja, gut. Nee. Okay, ich glaube, wir benutzen sie einfach, um so eine Sachen hier zu machen. Also so Holzfällen und so weiter. Dann soll die da sich Punkte verdienen. Kochen kann sie ja mithelfen bei Rita. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht, was ich mit ihr machen soll, ehrlich gesagt. Da ist halt sonst nicht viel. Was soll sie damit machen? Ja, komm, ich nehme die auch fürs Ernten. Die hat zwar null, aber... Naja, die macht jetzt so, die, dann mache ich Kochen doch nochmal weg. Nee, gar nicht. Okay, so. Ich, ja, schade. Naja, die wird ja noch was lernen. Ein Bett, natürlich. Ein Bett braucht die natürlich auch noch. Ja, wir werden anbauen müssen. Aber die braucht jetzt halt auch ein Bett, deswegen werde ich ihr erstmal ein Bett hier reinstellen. Kommt, die kriegt von mir auch ein pinkes Bett. So.
Ja, die müssen jetzt, leider erstmal teilen. Wir werden hier anbauen müssen für sie. Aber will ich das jetzt machen? Ist die, na, die werden es doof finden, ne? Wir können natürlich auch die Zimmer erstmal kleiner machen. Aber dann haben die wirklich sehr winzige Zimmer. Wir müssten halt... Warte mal, die sind schon, glaube ich, glücklich mit einer 5er Länge, oder? Also 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also 5, glaube ich, würde auch schon reichen, um happy zu sein. Weil dann können wir es einfach so bauen, dass auch jeder gleich eine Verlängerung von seinem Raum bekommt. Uch, da muss ich ja so groß nachdenken. Wisst ihr, was ist das Folgenende? Das passt eigentlich ganz gut. Dann würde ich hier Schluss machen und mal eben selber durchplanen quasi, um wie viel ich hier anbauen muss, damit jeder eine Länge bekommt, die ihm, ja, die auch was bringt. Ja, das werde ich mal machen. Also die, damit jeder halt ein großes Schlafzimmer für sich hat und happy ist. Also dann, ist jetzt leider durch den Musikabend ein andermal. Aber ich möchte schon gerne, ja, einigermaßen schnell hier mit dran machen. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Bye!